Unser Wohnmobil ist 3 Jahre alt. Und wir haben uns gewundert, so nach einem halben Jahr fing es an, im Herd, wenn man gefahren ist, ohne dass man den Herd benutzt hat, so auszusehen. Überall waren so Aschekrümmel oder was weiß ich, was das ist. Haben wir erst gedacht, Aschekrümmel. So, und jetzt sind wir dazu übergegangen, diesmal den Sachen auf den Grund zu gehen, indem wir das hier einfach mal abschrauben mit einem Torx. Ich habe jetzt hier nicht eine Halterung dafür, deswegen fällt der Bit immer raus. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das da drunter aussieht. Also bei uns ist es mit dem Torx befestigt. Das sind natürlich mal wieder auch keine Edelstahlschrauben. Die werde ich aber wahrscheinlich dann noch irgendwann gegen Edelstahlschrauben ersetzen. So, und jetzt sieht man auch sofort, warum und wieso das abblättert, weil da ist wahrscheinlich irgendeine Schicht drauf gewesen, eine Beschichtung, die sich jetzt durch das Benutzen gelöst hat. Und ja, so sieht das dann halt aus. Und wenn das jetzt, ich nehme mal an, wenn die Schicht jetzt einmal ab ist, dann hat es sich auch erledigt. Dann wird das mit dem Krümmeln, mit den abgeplatzten, was auch immer, Lack hier erledigt sein. So, dann brauchen wir das einfach eigentlich nur reinigen. Das wird gereinigt, das mache ich auch reinigen. Das sauge ich einmal ab mit dem Staubsauger. Dann huste ich einmal. So, das reinige ich einmal hier grob mit der Finger erstmal. Mach die ganze Schicht da ab. Einmal nochmal mit dem Drahtschwamm rüber. So. Dann brauchen wir nochmal einen Zehver. Oder vergleichbar. Dann reiben wir das hier nochmal ab. Die Düse noch mal schön sauber. Das hier ist auch ein bisschen verschmutzt. Und dann sieht man hier, da gehen ja die Flammen durch. Die Flamme geht da durch oder mehrere Flammen oder eine Flamme oder ganz viele Flammen. Ne? Das mache ich auch noch mal sauber. Wieder schön trocken machen und dann kann man das alles einfach wieder zusammenbauen. Einfach wieder da drauf setzen. So, der Deckel sieht jetzt so aus. Jetzt dürfte da ja wohl nichts mehr abplatzen. Dann schrauben wir das alles wieder zusammen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt wisst ihr ja schon mal, wie ihr euren Dometic-Herd vernünftig reinigen könnt, und über eine positive Bewertung und ein Abo würden wir uns freuen. Okay, es war jetzt nicht ernst gemeint. Macht doch, was ihr wollt. Macht er ja sowieso. So, damit werden jetzt auch die Verstopfungen beseitigt und jetzt ist die Flamme auch wieder schön groß. Okay, die haben wir natürlich jetzt vorher nicht gezeigt, dass sie nicht okay war, aber bei dem ganzen Dreck hier ist wohl klar, dass das nicht richtig funktionieren konnte.